Hi, in diesem Video geht es um die Effizienz und die Rendergeschwindigkeiten verschiedener Schnittprogramme. Genauer gesagt geht es um Final Cut Pro 10, um Premiere CC und um DaVinci Resolve. Ich habe diese drei Programme gegeneinander antreten lassen mit verschiedenen Aufgaben, habe dann dabei die Zeit gestoppt und einfach mal geguckt, welches Programm am effizientesten auf meinem iMac hier im Hintergrund läuft. Viel Spaß mit diesem Video! Ja, bevor es losgeht mit den eigentlichen Tests, erstmal ganz kurz, das Video ist jetzt kein Video, was euch sagen soll, welches Schnittprogramm das Beste jetzt ist. Ich finde, das muss einfach jeder selbst für sich entscheiden. Jeder hat andere Ansprüche und andere Vorstellungen von dem perfekten Schnittprogramm. Ich persönlich arbeite mit Final Cut, das heißt aber jetzt nicht, dass Final Cut das Beste ist. Also in diesem Video geht es wirklich nur rein um die Effizienz auf dem iMac. Ja, fangen wir mit dem ersten Test an und beim ersten Test habe ich 4 Ultra-HD-Shots von der Sony A7 R3 im XAVCS-Codec, der auf dem H264-Codec basiert, aneinandergereiht. Diese habe ich dann verbunden mit einem Fade-Transition in der Länge 2 Sekunden und auf diese 4 Shots habe ich jeweils noch 2 LUTs draufgelegt. Das war jetzt die Ausgangslage. Exportiert habe ich das Ganze dann als MP4, also im Container MP4. Codec war H264 und die Bitrate waren etwa 35 Mbits pro Sekunde. Klingt für 4K bzw. Ultra HD natürlich sehr, sehr gering. Ist es auch, aber das ist jetzt so eine übliche Bitrate auf YouTube zum Beispiel. Das heißt, wenn man einen Ultra HD Film hat, rendert man den üblicherweise in einer solchen Bitrate raus. Vielleicht noch ein bisschen höher, aber im Prinzip kann man damit schon wirklich ganz gut arbeiten. Die Ergebnisse haben mich da wirklich umgehauen bei dem Test. Final Cut hat für diese Aufgabe 1 Minute und 3 Sekunden gebraucht. Das ist schon mal eine sehr gute Leistung bei einem einminütigen Clip. Premiere hat 4 Minuten 20 gebraucht, also mehr als das Vierfache der Zeit, die Final Cut gebraucht hat, auf dem gleichen System. Und DaVinci Resolve braucht etwa 1 Minute 18 für diese Aufgabe. Fand ich ziemlich cool, dass es sehr nah dran war an Final Cut, also auch DaVinci arbeitet anscheinend sehr, sehr effizient. Ich habe mir schon viele Diskussionen zu diesem Thema durchgelesen und es gibt einige Leute, die vermuten, dass Apple Premiere nicht genug Leistung zur Verfügung stellt. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber komplett ausschließen kann ich es jetzt auch nicht. Jedenfalls habe ich mal auf die Leistung der einzelnen Programme geguckt beim Rendern. Ich fange mit den Prozessorleistungen an und die lag bei Final Cut bei diesem Render-Test bei 26% Auslastung, bei Premiere bei 90%. Das heißt, Premiere hat fast 90% der gesamten Leistung, die verfügbar ist, von dem iMac verbraucht. Das Ganze hat sich auch beim Lüfter bemerkbar gemacht. Also bei diesem Premiere-Render-Test ist der Lüfter extrem stark angesprungen, während der beim Final Cut-Test nicht merklich lauter wurde. Also der Final Cut-Render-Test bei diesem Test jetzt hier, da ist der iMac komplett ruhig geblieben und eben beim Premiere-Test sehr, sehr laut. Und DaVinci Resolve lag dann bei der Prozessorauslastung bei 67%, also auch schon relativ weit oben, aber eben nicht ganz so weit oben wie jetzt Premiere. Kommen wir zur RAM-Ausnutzung und hier lag Final Cut bei 2,15 GB bei diesem Render-Test, Premiere lag bei 6,26 GB und DaVinci Resolve bei 3,74 GB. Kommen wir zur benötigten Energie bei diesem Render-Test und Final Cut lag dann ungefähr so bei 240, 239,5 um genau zu sein. Übrigens, diese Energieangabe ist eine einheitenlose Zahl, die einfach nur so eine Relation quasi angibt. Also diese Zahl hat keine Einheit. Premiere lag dann bei 744,0 und DaVinci Resolve bei 562,9. Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, hat Premiere bei diesem Test einen 3-mal höheren Momentanverbrauch an Energie. Der Test bei Premiere hat 4-mal länger gedauert, das heißt, wir haben einen 12-mal höheren Energieverbrauch für die gleiche Renderaufgabe. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, falls ich dann Denkfehler habe, aber für mich sieht es jetzt so aus, als würde Premiere bei der gleichen Aufgabe 12-mal mehr Energie verbrauchen. Kommen wir zum zweiten Test und beim zweiten Test habe ich 4 XAVCS-Videos mit jeweils 30 Sekunden übereinander gelegt, habe dann jeweils die Opacity auf 50% gestellt und habe auf jeden dieser Shots nochmal eine LUT draufgelegt. Das sollte einfach mal eine andere Aufgabe sein. Ich habe das dann auch wieder rausgerendert als MP4, H264 mit der gleichen Bitrate jeweils und da kam dann folgendes raus. Final Cut hat 53 Sekunden gebraucht, Premiere 3 Minuten 38 und DaVinci Resolve 58 Sekunden. Das heißt, auch hier war wieder DaVinci Resolve relativ nah an den Leistungen von Final Cut dran, also auch sehr effizient. Und Premiere hat wieder komplett reingehauen mit einer 4-mal längeren Renderzeit mit 3 Minuten 38. Beim dritten Test habe ich dann mal ProRes-Files benutzt und ihr wisst, ProRes ist wesentlich effizienter auf einem Mac. Und hier habe ich dann ungefähr 10 ProRes-Files aneinandergereiht mit der Länge von 30 Sekunden insgesamt. Hier jeweils 2 LUTs wieder draufgelegt und das Ganze als MP4 wieder exportiert. Hier hat Final Cut 29 Sekunden gebraucht, Premiere 1 Minute 35, also in dem Fall nur eine 3-mal längere Zeit und keine 4-mal längere Zeit.
Und DaVinci ist ein bisschen langsamer geworden mit 44 Sekunden. Das heißt, DaVinci ist hier nicht mehr ganz so nah dran an den Ergebnissen von Final Cut, aber immer noch durchaus effizient, kann man sagen. Beim vierten Test habe ich dann genau die gleiche Timeline bzw. Sequenz genommen und die als ProRes 422 exportiert. Final Cut hat hierfür 18 Sekunden gebraucht, Premiere hat 26 Sekunden gebraucht, da war ich überrascht. Also Premiere war in dem Fall wirklich sehr, sehr nah an den Ergebnissen von Final Cut dran. Und DaVinci war hier am langsamsten mit 30 Sekunden. Alle diese Tests habe ich übrigens dreimal durchgeführt pro Durchgang und es gab in diesen Fällen keine große Abweichung. Also alle Zahlen, die ich jetzt hier genannt habe, kommen ungefähr hin, wie es auch wirklich dann tatsächlich war, um Fehler so ein bisschen auszuschließen. Ja, da komme ich jetzt zum Fazit und ihr seht, Final Cut arbeitet wesentlich effizienter als zum Beispiel Premiere. In manchen Tests sogar viermal schnellere Renderzeiten als jetzt Premiere. Fand ich krass. Ich habe schon vorher damit gerechnet, dass Final Cut effizienter arbeitet. Dass es so krass ist, hätte ich nicht gedacht. Was mich auch sehr positiv überrascht hat, ist, dass DaVinci Resolve so gut abschneidet bei diesem Test. Bei fast allen Tests lag das ja ungefähr bei den Ergebnissen von Final Cut. Ein bisschen langsamer vielleicht, ein bisschen ineffizienter, also höherer Energieverbrauch. Aber ansonsten fand ich das wirklich cool, hat mich positiv überrascht und Premiere hat mich tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, heißt das jetzt aber nicht, dass Premiere ein schlechteres Schnittprogramm ist. Es soll jeder das nutzen, was er möchte. Für mich persönlich als Final Cut Nutzer hat es einfach nochmal gezeigt, dass es eine gute Entscheidung war, auf Final Cut einfach zu schneiden. Bei mir war es aber tatsächlich der Grund, warum ich auf Final Cut schneide, nicht unbedingt die Rendergeschwindigkeit, sondern ich komme einfach mit Final Cut besser klar. Was ich aber nochmal betonen möchte, ist, dass das jetzt eben ein Test auf dem Mac war. Es kann durchaus sein, dass Premiere auf Windows stabiler, flüssiger, schneller läuft. Das weiß ich einfach nicht. Das kann ich einfach nicht sagen. Ich habe seit, ich glaube, 10 Jahren keinen PC mehr. Deshalb kann ich jetzt leider keinen Test machen mit Premiere. Eine weitere Sache, die ich aus diesem Test auf jeden Fall auch noch mitnehme und an euch weitergeben möchte, ist, dass Leistung auf dem Papier nicht immer die gleiche Leistung in Realität dann bedeutet. Apple hat es schon oft bewiesen, dass man mit weniger Leistung und der richtigen Software oder dem richtigen Zusammenspiel aus Software und Hardware deutlich mehr erreichen kann als einfach nur eine extrem hohe Leistung. Und ich finde, das hat Apple halt hier auch wieder gezeigt, dass Final Cut eben perfekt mit dem System Mac irgendwie zusammenarbeitet, besser natürlich als Premiere. Genau, das wollte ich auch noch so mitgeben, dass eben die Effizienz trotz vielleicht weniger Leistung bei vielen Mac-Geräten höher ist als jetzt vielleicht ein PC mit mehr Leistung auf dem Papier, aber schlechterer oder ineffizienterer Software. Genau, das wollte ich noch so mitgeben. Ja, ich hoffe, der Test war hilfreich. Falls euch irgendwelche Fehler in diesem Test irgendwie aufgefallen sind, schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare, dann mache ich vielleicht nochmal ein neues Video und korrigiere das dann hier irgendwie in der Videobeschreibung. Aber ich denke, die Tests waren relativ eindeutig. Ich hoffe, es war interessant, hat euch gefallen und falls ihr noch Fragen zu diesen Tests habt oder zu den, ich sag mal, Versuchsanordnungen, lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut, ciao.